Hallo, hallo, schönen Abend. Ja, ich bin da bei den Sachen noch. Hatte ja erwähnt, ne? Ich wollte damit jetzt mal beginnen und das da bekleben. Sind ja Sticker. Ich habe schon einige so fertig. Und ist gut, man kann diese Folie einfach einschneiden, ne? Dass die andere, die Klebeschicht dann abgedeckt bleibt, ne? Und da, wo ich schon gemacht habe, habe ich einfach so einen Einschnitt gemacht und habe sie dann eben schon beklebt. Dieses und hier das noch, ne? Ja, sind echt hübsch. Obwohl es einfach so ein Plastik ist, so ein Kunststoff, ne, so ein leichtes. Sieht schön aus, finde ich. So, und da möchte ich mal weiter noch das mal fertigstellen. Und habe jetzt die. Hier sind es ja Buchstaben, ist ja eben dann so ein beige. Sagen beige, ne? Ist der Buchstaben C und da einfach mal auslegen, ne? Na, komm. Ja. Wird es ein schöner sonniger Tag gewesen, ne? War es echt endlich mal ein bisschen Sonne, wenn es kalt ist, ne? Da ist er. Hat man auch mehr Sonne, ne? Trüb, dann ist alles wieder zu. Hatte ich den ganzen Tag was zu tun und jetzt dachte ich, jo, ich setze mich mal wieder an meinen Basteltisch. ja. Ja, nach Qualität, klar, ich verstehe das. Ist ja ein sehr billiges Material, ne? Glaube ich, aber egal. Für mich ist es okay, wenn ich damit meinen Enkelkindern eine Freude mache oder so ein. Ein Teil, eine Karte oder eine Box schmücke damit. Ja, und es muss ja nicht ewig alles halten, ne? Ist ja eben Hobby und Hobby soll nicht teuer sein, ne? Soll tragbar sein und wenn man was nicht bekommt, ist auch egal. Nächstes Mal kriegt man was anderes, ne? Deswegen. Habe ich die mir geholt für den Preis und bin auch damit zufrieden. Ne? Ja, genau. Die glänzen auch sehr schön. Steinchen, obwohl sie irgendwie so matt sind, ne? Komm. Ja. Manche Motive bin ich so gar nicht sicher, was genau das soll darstellen. Ne? Und sehen so abstrakt aus. Ne? Ja, da ist ja klar, wie es ist, wenn man
Kreuzstich, ne, ist ja auch so eine ähnliche Art, ne, und da hat es auch so eine, sieht so aus, da muss man auch erstmal meine Stickel, ne. So, das ist mit der Buchstabe C ist das gewesen. Und da ist noch was über. So, dann kommt das. Ah, das E kommt jetzt. Und das ist hier rosa, aber hier ist es. Interessant, ne? Ist doch. Ne, ah, siehst du? Das ist das F. Da ist das E, deswegen. Ich wollte gerade, das war doch. Ja, das stimmt dann. So, das ist dann ja, der Halbmond, ne, ist auch gut geworden. Ich hatte ja auch die Schlüsselanhänger mit diesem Diamond Painting auch schon zwei gemacht. Heute meiner Enkelin geschenkt. Die hat sich so gefreut. Aber ja, ich musste es doch noch machen, versiegeln, ne? Dass das hält. Ich glaube, das hat Tatjana gemacht. Ist ihr Tipp. Danke dafür. Und Kanal Janas Hobbitik, ne? Danke für den Tipp. Die hatte das gezeigt und ist echt schon Profi in der Sache. Kennt sich aus. Die hat diese Froschleuchte auch gemacht damals und wir hatten die gleichzeitig irgendwie hochgeladen. Damals dachte ich, muss ich erst mal gucken, wann hat sie das denn gemacht? Gleichzeitig sogar vor mir gemacht. Dachte, ja, das ist ja interessant. Könnte man denken, ne? nicht abgesprochen und dann nachgemacht. Nee, das hatte ich, kam einfach so spontan, aber und da die in dem Video mit dem Froschlicht, ne, zeigt sie, dass sie auch das versiegelt, ne, einfach so mit einem von, ich glaube, es war so ein Versiegelungslack, auch aus Action. Und den habe ich mir dann geholt und heute habe ich diese die Katze eben damit. Ich meine, das Motiv ganz damit bedeckt. Jetzt trocknet es. Es muss lange trocknen. Es liegt schon eine Weile, aber ist noch nicht. Dann ist es dann so versiegelt, ne? Und aber hier ist ja Papier, da wird es ja nicht werden. Sowas geht ja nicht, aber man wird ja nicht dran reißen und so. Es ist ja ein Sticker eben dann, ne? Die sind auch okay, so die Größe. Mit meiner normalen Lesebrille komme ich soweit gut zurecht. Es geht. Ich kann sie auch die gut sehen. Die Punkte und sozusagen die Kästchen, ne? Ja, und da ist noch das D geblieben. Aber ich mache mal noch mal weiter mit dem E. Schöne Wolke, ne? Rosa Wolke und regnet, ne? Echt so schöne Motive.
So, also für, auch für eine Kinderkarte, ne? Das auch, auch sonst, ne? Das ist echt schön. So, da kann ich auch wieder ein bisschen einschneiden. Da kann dieses Motiv zubleiben und ich mache das hier einfach auf der hier. Weil da kommen noch die E-Steinchen einige hin. Hier dann eben eine blaue Wolke, ne? So süße Ideen. Okay, guck mal. So schnell. Rucki-zucki. So, dann kommen noch. Ich habe da noch sehr dunkle. Das ist die, das A. Das kommt erstmal weg. Viel brauche ich nicht, dann reicht es. Und da kommen hier bei dem Motiv noch ein paar hin. Ja, ich wollte nur sagen, das ist keine Anleitung oder dass ich da zeige, wie man es macht. Nee, ich wollte euch nur mitnehmen, dass ihr einfach mit mir mal bastelt, ne? Nur so zeigen, was ich so tue. Und gerne. Wirklich, ne? Es macht echt Entspannung. Es muss ja nicht da irgendwas super Edles sein, ne, was man da macht und dass es perfekt wird. Klar, man perfektioniert immer das, was man da gestaltet, dass man auch was, so ein Wow-Effekt wünscht man sich schon, dass man was Ordentliches hinkriegt, ne? Aber ist echt schön, so aus einfachen so Sachen was Schönes schaffen, ne? Cool. So, guck mal, das ist das. Und dann jetzt kommt noch der Buchstaben D. Genau. So. Und hier kann ich dann die restliche alle noch dann in die in diese Box, wo ich die restliche schon mal angefangen habe zu
aufbewahren, ne? Und so langsam, ne, hat man dann so für Verschiedenes kann man die dann nutzen, ne? Oder wenn auch was wo abgefallen ist, ein Steinchen, wo hat man dann Ersatz. Kann man das dann reparieren? Oder was Passendes zu Neues noch kreieren, ne? Auch schön. Mancher fehlt dann einfach die Farbe, ne? So eine Farbtupfer in der gleichen Farbe und da hat man das vielleicht. Ist auch gut. Muss man nicht extra noch kaufen. So, sie sind schon farblich sortiert, ne? So. So, guck mal, dann ist auch das schon durch festdrücken. So, dann bleibt noch das eine. Ja, ach, da kann ich jetzt die Folie schon abziehen. Glänzend schön, ne? Guck mal, echt. Wow, tada! Ah nein, guck. So schnell, ne? Kann man das dann? Ja. Beim Abendlicht sind Problem dunkle Farben. Da sieht man es nicht so gut. Die aber ist gut geworden. So. Na, siehst du, mit dieser Folienspitze da schiebe ich was ab. So. Ja, und weiter habe ich das jetzt hier in diesem Block wieder. Dieser Aquarellblock, ne? Da klebe ich auch meine andere so Sticker rein. Und dann habe ich jetzt genommen die Rückseite, die ist ja glatt, und habe da angefangen, die Sticker da rein zu kleben, ne? Um die dann später ausschneiden und als so Chipboard-Sticker, ne? In der Art, dass ich die dann kann nutzen für weiterverarbeiten, ne? So aufbringen auf. Und das sind ja eben selbstklebende Sticker, ne? Und da ist auch gut, dass man die dann. Man könnte sie auch direkt aufkleben, aber die Rückseite ist eben auch weiß, ne? Ich wollte erstmal probieren, vielleicht auch auf schwarz. Aber hier ist der Rand schon weiß. Und deswegen würde ich sagen, ist besser auf einem weißen, ne? Untergrund. Bei dem da ist das jetzt, weiß nicht, eine Biene oder eine. Das ist ne, kein Blumenstrauß, doch. Oder ist das ein Vogel? Nee, ne? Bin da mit diesem Motiv da bin ich irgendwie unsicher. Was kann das sein? Und da sieht man es auch nicht, was das so. Ja, das ist eben der Blitzschlag und noch einer, ne? Kann man dann so platzieren, ne? Ist auch schön. Werde ich dann später ausschneiden, aber erstmal kann ich die dann hier anbringen, weil diese Bögen, ne, die sind so zerknickt und da möchte ich die dann richtig schön plan aufkleben, dass die nicht da austrocknen, ne, diese eingeknickte.
Seiten. Ja, finde ich. Ja, lässt sich gut verarbeiten. Ja, so. Weil das Netz diesen Knick hat und dann löst sich diese Klebeschicht, hat sich in manchen Stellen da gehoben. Ne? Und da ist das auch so eine Sache. Ja, und ach, guck mal, die Regentropfen, die kann man dann beliebig anbringen, wie man sie so mag. Werde ich ihr dann noch ausschneiden. Und dann auflegen oder vielleicht in ein Gesamt. Nee, ich würde sagen, doch nicht. Das ist naja, mich ein bisschen verschoben, aber spielt keine Rolle. Hauptsache schön fest kleben und dann ausschneiden, wenn es soweit ist. Ach guck, beim Bewegen. Und deswegen dachte ich, ja, lieber ich werde sie gleich auf diese auf das auf Papier aufkleben, ne? Dass die schon fest sind. Und dann kann man es zudecken und können sie sich so festziehen, so fixieren. Sich dann. Na komm. Naja, zu spät, egal. So, das ist die Wolke. Etwas schief. Naja, kein Problem. Und dann kommst du noch. Die ist auch echt hübsch. Ja, und da kann man das dann später ausschneiden. Ja, ich finde, die Blöcke sind echt eine Hilfe, ne? Finde ich eine gute Lösung für Sticker. Verarbeitung, so dass man da wirklich nicht das alles kaputt macht und so. Und so sind sie auch geschützt. Guck mal, hey. So, hier möchte ich mal zeigen. Ne, so ein bisschen. Ja, so ist das eben. Diese. Oder seitlich noch. Ja, sind echt schön, finde ich. Die sind hübsch. Ja, okay. So, dann habe ich das fertig hier. Decke ich dann ab. So sind sie dann schön geschützt. Und dann schneide ich sie aus und kann sie dann für Projekte dann nutzen, ne? Ich würde sagen, das ist so wie so eine Fliege. Irgendwie. Fisch, weiß ich nicht. Bin irgendwie so unsicher, was das ist. Ja. Wolken, Wolken, Halbmond, Sonne, Wolke, Blitz. Ja, Wolke, Regen. Naja, nur mit dem da. Okay, vielleicht weiß jemand das, ne? So, das war das. Ja, macht Spaß. Habe ich ein Set jetzt fertig. Okay, gut. Dann mache ich Schluss. Danke fürs Zuschauen und wünsche alles Gute. Tschüssi.